Schalke Talk schon verpasst? Nee, tatsächlich haben wir noch nicht über Schalke geredet. Können wir aber gerne machen, weil das Spiel war überragend. Von Münster. Münster hat komplett beschissen gespielt. Also ganz stumpf, nüchtern, einfach alles so, ey Bruder, Hauptsache 3 Punkte. Wie kann dir am Ende egal sein, wäre da nicht der Trainer rausschmiss gewesen? Und da muss ich wirklich sagen, hä? Not gegen Elend. Ich fand das Spiel echt schwierig zu gucken irgendwie. Und ich weiß jetzt nicht, Chat, lacht das am Platz? Was war denn das für ein Platz? Haben die da Spülmehl vorher draufgekippt oder was? Oder haben die den bewässert mit Spüli? Es gab, glaube ich, in der 61. Minute, wo zeitgleich 3 Leute ausgerutscht sind. Ich meine, es war die 61. Was war denn da los? Was war da für ein Stadion? Was war da nur 3 Tribünen? Ja, ich gehe davon aus, dass die Hintertor, dass da ausgebaut wird einfach, ne? Dass die eine neue Tribüne kriegen. Weil ich weiß ja auch nicht, das müssten mir so ein paar Münster-Fans mal sagen. Ich kann mir halt vorstellen, dass die näher an den Platz ran wollen. Das ist ja hinter den Toren, die sind ja arschweit weg da, ne? Ich glaube, da ist eher der Plan, dass die näher zum Feld kommen jetzt, Step by Step. Und nicht alles gleichzeitig ausbauen wollten, sondern Tribüne für Tribüne. Dass du trotzdem da Kapazität schaffen kannst und Einnahmen generierst. Haupttribüne soll 25 fertiggestellt werden, das gesamte Stadion dann bis 27, 28. Aber Step by Step dann halt, ne? Ist ja normal. Kleiner Verein, die sind auf die Einnahmen angewiesen, die können dann die einfach 3 Tribünen gleichzeitig ausbauen oder so. Aber das Spiel war so, ich habe die Aufstellung gesehen und musste schon schmunzeln. Und nicht wegen der Krüger-Thematik, das fand ich tatsächlich mutig, aber mutig gut. Aber die Innenverteidiger-Thematik, die fand ich witzig. Bulut kam aus dem Nichts. Der kam absolut für mich aus dem Nichts, weil ist er nicht Außenverteidiger? Ich weiß, dass er mehrere Positionen irgendwo spielen kann, aber ist seine Hauptposition nicht Außenverteidiger? Ja, IVZDM, ich weiß, dass der sehr, sehr flexibel ist. Aber ich stelle mir die Frage, und die habe ich mir bei der Ausstellung gestellt und habe wirklich sehr gut abgegrinst hier in meinem kaputten Stuhl. Weil den Trainer, den wir davor hatten, der hat ja keine Ahnung gehabt, ne? Der Gerards, ne? Was fällt dem eigentlich ein, einen Sanchez und einen Wasinski nicht aufzustellen in der IV? Die sind doch auf jeden Fall schon ready. Der eine hat doch in Argentinien gespielt und der hat doch da, ey, der böse Karel Gerards. Der will auch einfach die Spieler nicht einsetzen, ne? Von den Manga, ne? Die sind eigentlich gut, aber der Gerards hat was Persönliches gegen den Manga, ne? Und Überraschung, neuer Trainer und keiner von den beiden spielt. Der eine ist nicht mal im Kader. Da spielt auf einmal ein Außenverteidiger, kriegt einen Vorzug vor denen. Fand ich schon komisch, ne? Da war ich sehr verwundert. Da hat das wohl dann doch tiefsinnigere Gründe gehabt, warum der Gerards die hat nicht wirklich spielen lassen. Zeitgleich haben ja noch weniger gespielt von den Manga-Leuten, ne? AJ kam wieder zur zweiten Hälfte. Aber das war so eine Thematik, wo ich mir dachte, ja, so. Siehst du das? Es wird doch einen Grund geben, warum die nicht gespielt haben. Weil die gut sind, ja, aber noch nicht so weit sind. Und gerade in so einer Situation vielleicht auch überfordert sind. Weil das Schiff wieder kippen kann in eine Richtung gerade. Weil du eine schwierige Situation hast. Und vielleicht wollte Gerards auch diese beiden schützen. Weiß man ja nicht. Fakt ist, die haben gestern auch nicht gespielt. Und einer von denen war nicht mal im Kader. Ja, und am Ende kommt sogar Kaminski und nicht Sanchez. Wo ich mir dann die Frage stelle, wenn das doch so das große K.O.-Kriterium gewesen ist. Er hat die Spieler von dem nicht eingesetzt, die haben keine faire Chance gekriegt. Und ja, Bro, die haben gestern nicht mal gespielt. Aber das Spiel gestern so, das, ja, ich bin einfach nur happy, dass die 3 Punkte geholt haben. Wenn ich jetzt gezielter und was weiß ich nicht da reingehen wollen würde, dann muss ich sagen, war das kein Fortschritt, gar nichts. Da werden jetzt einige wieder kommen, ja, der hat halt nur 3 Tage gehabt. Du hast das Spiel gewonnen, weil Preußen Münster einfach auch wirklich gar nicht gut war. Also die Gegentore oder die Tore, die du geschossen hast, gerade das zweite Dingen, ein absolutes EAFC-Tor. Die Verteidiger kriegen den Ball einfach nicht raus, weil die Pässe hinten zu kurz kommen, gehen direkt zum Gegner. Und offensiv fand ich's, gehe ich mit, offensiv fand ich's noch ungefährlicher als die Spiele davor. Gehe ich mit. Ja, und hinten wieder Slapstick, ne? Du hast halt in der Verteidigung das Glück gehabt, dass Münster selber nicht so wirklich wusste, was die da machen. Aber das war, ja, ich glaube, am Ende weißt du selber nicht, wie das Spiel gewonnen hast. Soll mir egal sein. Weil hättest du das Spiel gegen Münster verloren, dann wäre, was ist mit Mörkin los schon die ganze Saison? Der hat ein Ovejan-Syndrom. Aydins Klärungsaktion hat mir den Rest gegeben. Ich weiß auch nicht, wie du auf 2 Millimeter über der Grasnarbe auf die Idee kommst, den Ball mit dem Kopf zu klären. Verstehe ich nicht. Bei Aydin muss ich dann sagen, der hat seinen Fehler dann irgendwo wieder gut gemacht mit dem Abschuss aus der zweiten Reihe, den der Torwart da nicht festhalten konnte und Silla abstauben konnte. Da sage ich dann okay. Fakt ist aber auch,
auch die Verteidigung wird es nicht sein. Also nicht mit der, mit der Einstellung. Guck mal, bei Cissé, den Talk hatten wir zum Start der Saison, wo wir gesagt haben, mit Cissé hier und da. Guckt euch gerne den Talk nochmal an. Ich glaube, ich sage da irgendwas. Bei Cissé weiß ich halt ein bisschen mehr und der ist halt ein schwieriger Typ im Training. Und die letzten Wochen ist halt genau das wieder rausgekommen. Sehr oft, wenn es ein Problem im Training gibt, eine Auseinandersetzung im Training, ist er einer der Hauptprotagonisten. Der steht sich selber im Weg. Der bringt alles mit. Alles, um ein guter, solider Innenverteidiger zu werden. Und hat dann immer diese Ausreißer im Training abseits des Platzes, so, wo du dir denkst, ach Bruder, komm schon, Alter. Es fühlt sich wie ein unverdienter Sieg an und der war es auch. Am Ende sieht man keine Leistungssteigerung und trotz des Sieges habe ich Angst vor den nächsten Spielen. Ja, mir ist das egal, ob sich das wie ein unverdienter Sieg anfühlt und keine Ahnung. So, könnte ich jetzt auch wieder über Nürnberg reden. Aber in Nürnberg geht das Spiel so aus, jetzt da so holst du die 3 Punkte, so jetzt bist du clean. Aber viel Hoffnung macht mir das nicht. Also sollte da ernsthaft das Bestreben sein oder die Idee im Raum stehen, dass der Trainer bleibt auf Schalke. Ich finde den super nett auch, ja. Der macht auch einen super korrekten Eindruck. Aber all das... Ich sag, der wird gefressen. Kommen wir Hekerin, langsam Bauchschmerzen. Ich weiß auch nicht, am Ball ist der halt echt, echt gut. Auf der Linie ist er auch stark. Aber alles, was aus dem 16er raus ist, ist echt... Wird von Woche zu Woche, finde ich, immer schwieriger. Ich habe auch nicht verstanden, warum RJ nicht startet. So, weil du hast wieder gesehen, der ist drin und es fallen 2 Tore. Ob der da jetzt direkt dran beteiligt war, ist scheißegal. Aber der macht halt Dampf. Ich weiß halt nicht, ob du das nutzen wolltest und den dann bewusst gegen müde Münsterer da bringen willst. Aber mir kommt es halt auch bei Younes so vor, als wenn Younes einen Fußball spielen will, den die anderen da nicht können. Der spielt Bälle in Räume, wo Leute stehen müssten, die auf Schalke aber gar nicht wissen, dass dieser Raum existiert. So kommt mir das bei Younes vor. Younes wirkt für mich immer auf der Position wie der eine erste Mannschaftsspieler, der für die Woche in der dritten aushelfen soll. Der hat die Ideen vorne, der traut sich auch mal was. Aber irgendwie, weiß ich nicht, als wenn der ein anderes Tempo hat im Kopf und im Fuß, wie die Offensive da vorne bei uns. Und das meine ich nicht mal damit, dass die das nicht spielen können, aber das hat einfach noch nicht eingegroovt ist da vorne. Und was war schon wieder mit Højlund, Chat? Wieso war Højlund nicht da? Also ich weiß es nicht. War der schon wieder verletzt oder... Bei dem kriege ich einen an eine Pfanne, ne? Das Problem ist bei mir so, ich finde Silla geil vorne, weil das mal ein Spielertyp ist, den wir jetzt jahrelang nicht gehabt haben. Aber auf Højlund würde ich gerade mein Geld setzen, so. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich so viel in dem sehe, nur in den paar Minuten, wo der spielt. Der könnte so der Spieler sein, der die Laufwege macht, die ein Younes spielen will. Das frustriert mich so, ne? Dass ich den einfach nicht kriege. Ich finde den von seinen Laufwegen so clever. RJ für Morain nächste Woche. Ey, ich weiß halt nicht, was da der Plan ist. So, willst du RJ halt gegen eine müde Verteidigung bringen? So, verstehe ich auch irgendwo. Aber für mich bringt der halt immer gut Dampf da vorne rein. Das ist so ein richtiger Steinig-Spieler. Højlund, meinst du? Ich mag den, Alter. Wirklich. Mag den wirklich. Weil ich in dem sehr viel sehe. Nur durch die paar Minuten, die ich bisher von dem bekommen habe. Aber ich habe mich schon so oft bei dem wieder gesehen. Der macht einen Laufweg und ich denke mir, boah, spiel den doch an. Und er läuft diesen Laufweg, aber keiner sieht das. Und das würde ich gerne mal mit Younes zusammen dann sehen. Wenn Silla weitermacht, dann spielt er im Sommer in Liga 1 bei Hoffenheim, Bremen oder Freiburg. Ja, aber das war ja der Plan bei ihm. Wenn der gut Kohle bringt, dann soll mir das egal sein. Ist schade, aber das ist halt gerade nochmal die Situation von Schalke. Mit der Herangehensweise wurde er ja auch geholt. Ach, Hamasch sehen. Im Test war echt brutal. 1 gegen 1 ging schnell. Ja, so war der in den Videos, die ich auf YouTube gesehen habe. Aber wo der bisher auf Schalke gespielt hat, der kam mir halt so vor, als wenn der noch gar nicht weiß, was abgeht. So, aber das weiß ja keiner da. Da weiß ja gefühlt keiner, wie da Fußball gespielt werden soll. Wie soll das dann jemand wissen, der noch, was weiß ich, eine Sprachbarriere hat? Neue Liga und keine Ahnung. Neues Umfeld. Wie soll der denn direkt klarkommen? Aber jetzt, nächstes Spiel ist gegen Hertha, ne? Hertha hat Mani auch verloren. Aber ich sag, Hertha wird dich anders fordern, wie jetzt Preußen Münster. In allen Abteilungen. Wer da jetzt neuer Trainer wird auf Schalke, ich habe keine Ahnung. Es ist ja gerade so, die letzten Tage waren sehr, sehr laut. Und jetzt gerade so die letzten 2 Tage, finde ich, ist sehr ruhig. Der letzte Name, der jetzt reingeschmissen worden ist, war irgendein Türke. Meine ich, der mit Beşiktaş Meister wurde. Kenne ich gar nicht. Irgendwie die Leute meinten, der wurde mit Beşiktaş Meister, der Trainer. Ob das stimmt, keiner. Ich kenne den Namen nicht mal. Verfolge die türkische Liga und, das war die Corona-Saison, wo er Meister wurde. Mit Beşiktaş aber. Das ist das Einzige, was mir die Leute erzählt haben. So, ich kann über den gar nichts sagen. Thomas Reis, weiß ich, Dritter oder was ist der, ne? Dritter oder Vierter in der Türkei?
Aber Trainer, wie gesagt, keine Ahnung. Raul, so ganz tief in mir würde ich Skull finden. Alles drumherum, bitte nicht Raul. Bitte nicht. Einfach um Raul gut in... Ja, erstmal das und... Und ich habe keinen Bock, dass die eine nächste Legacy versauen, Alter. Ist halt, wisst ihr, wie das für mich wirkt? Und es muss ja nicht so sein, aber es wirkt halt einfach so. Ey, Barcelona hat Xavi geholt. So, eine spanische Legende, der war da im Verein. Ey, das lief echt gut bei dem, bis zu einem gewissen Punkt. Ey, Leverkusen hat Alonso geholt. Ey, das lief richtig gut. Waren ungeschlagen, wurden Meister. Ey, Raul ist auch eine spanische, der war sogar bei uns. Ey, lass es mit dem probieren, das wird safe funktionieren. Diesen Touch kriegt es einfach. Es muss ja nicht so sein. Es wird wahrscheinlich am Ende auch nicht so sein, aber es wirkt halt so. Tut mir leid. Es wirkt halt einfach so. Und das Raul, was Schalke damals kannte, das existiert nicht mehr, auf keiner Ebene. Da passt, in der Raul-Thematik passen für mich so viele Dinge nicht zusammen. So, ich habe gehört, Raul ist in Madrid unzufrieden, weil ihm seine Talente immer weggenommen werden. Der ist wohl sehr erfolgreich da, aber abgefuckt, dass ihm seine Talente immer weggenommen werden. Bruder, was glaubst du, was auf Schalke passieren wird? Da werden dich auch reihenweise die guten Spieler verlassen. Zeitgleich hast du noch keine Kohle. Urs Fischer, guck mal, die verjüngen da gerade alles. So auch in der Führungsriege und so, Chat. Alles wird da verjüngt auf Schalke. Da holen die doch keinen alten Trainer. Mir ist das eigentlich egal. So, die Raul-Thematik habe ich gesagt. Mir ist egal, wen die holen. Ich sage, Leute wie Lieberknecht oder was ihr hier reinjobbt, alles hatten wir alles schon. Das funktioniert 2-3 Monate und dann geht's auch wieder Richtung Erdkern. Bin sogar jetzt gerade an dem Punkt und das kann sich ja noch drehen, wobei ist auch eine Sackgasse. Aber wenn es nach mir geht, nimmt Karaman sofort die Binde weg. Weil für mich blockiert den die Binde. Als wenn der dadurch seine spielerische Klasse, die der letzte Saison gezeigt hat, nicht entfalten kann durch diese Binde. Problem ist, Schalke hat keinen Leader im Kader. Wem willst du denn da die Binde geben? Da ist niemand. Ein Seguin ist nur verletzt, ein Schallenberg ist mehr mit sich selber beschäftigt. Younes ist erst frisch da, hat nur Power für 60 Minuten. Kallas weiß ich auch nicht, ob er dem damit einen Gefallen tust. Kallas ist dieser eine Typ in so einer Straßenbande, der hinter dem Leader steht, um die vor den Stehenden einzuschüchtern. Das ist Kallas für mich. Kallas ist für mich aber kein Frontmann. Du hast keinen Leader im Team. Und Karaman blockiert die Binde, finde ich. Ja, aber Silla ist doch kein Kapitän-Chat. Da brauchst du doch irgendjemanden, der auch mal das Team auf dem Platz zusammenscheißt. So. Der vorne weggeht. Das muss ja ein Kapitän, das ist ja kein Silla, Alter. Hackerin die Binde, yo, damit der noch nervöser wird, wa? Von Woche zu Woche. Ich glaube, die blockiert keinen. Er ist einfach wie die ganze Truppe im Formtief, ob da einer die Binde trägt. Aber das macht doch ein Kapitän aus, Mütze, oder nicht? Dass der auch in beschissenen Phasen vorne weggeht. Ein Terodde hat das gemacht. Ein Terodde hat mir vermittelt, der ist Kapitän. Karaman wirkt immer sehr ruhig. Terodde, es geht nicht darum, dass der was gerissen hat, Twitter-Polizei. Aber Terodde war ein Kapitän. Terodde war ein Leader. Das, was der in der Kabine gesagt hat, hatte Gewicht. Und du hast halt gerade, da ist halt auch gerade nur Karaman, dem du die Binde geben kannst. Ich finde, da ist nicht viel mit Leaderschaft in der Truppe. Haut mir ab mit Drexler, Alter, bitte. Ich weiß mittlerweile schon, wo wir angekommen sind, wenn Leute den zurückfordern. Wirklich, da weiß ich schon, wo wir angekommen sind wieder. Das neue Schalke. Umbruch. Yo, ey, Drexler, komm, mach. Ich glaube, wenn der neue Trainer da ist, könnten wir einen Torwartwechsel sehen. Ja, dabei bleibe ich auch immer noch. Und nicht, weil ich Hikirin unglaublich kacke finde. Aber ich kann es mir vorstellen. Weil es mit einer der einfachsten Veränderungen ist, die du treffen kannst. Wenn eine Verteidigung nicht funktioniert, egal welche Protagonisten du da reinpackst, dann ist dein letztes Ass im Ärmel, den Torwart zu wechseln, in der Hoffnung, dass der die Abwehr dirigiert bekommt. Und ich finde Kehren die letzten Spiele sehr, 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 sehr unsicher. Und ich mache ihm da keinen Vorwurf, weil die ganze Truppe gerade nicht die goldene Banane da vom Baum spielt. Das war ein Fehler von Karel, den ist trotzdem, der hat er sich angehalten. Naja, eigentlich ja nicht. Karel, sein Fehler war, Sanchez und Wasinski nicht spielen zu lassen. Das wurde ihm ja zum Verhängnis, mehr oder weniger. Ist ja durch die Blume gesickert. Hat sich Manga ja drüber indirekt beschwert. Fakt ist, die haben gestern beide nicht gespielt, einer war nicht im Kader. Also scheint er nicht so Unrecht gehabt zu haben, was die Thematik da jetzt angeht. Man hat ja nicht wirklich ein Spiel verloren durch einen Torwartfehler. Nee, das meine ich auch gar nicht. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Der letzte Zünglein, was du hast, ist, wenn du keine neuen Leute für die IV kaufen kannst, weil halt gerade nochmal der Ligabetrieb da ist,
ist ein Torwartwechsel, weil du dir dann indirekt irgendwie einredest, ey, vielleicht kriegt der die Abwehr irgendwie dirigiert durch Instruktionen von hinten. Eine andere Möglichkeit hast du nicht mehr. Da Gehring gerade nicht den sichersten Eindruck macht, kann ich mir das gut vorstellen, wenn ein neuer Trainer da ist. Ich hoffe für Schalke nicht, dass sie so blauäugig sind und jetzt mit dem Trainer reingehen, der jetzt gerade da sitzt. Weil das ist für mich ein Punkt-Punkt-Punkt-Kommando dann. So, wir eigentlich hinten links. Mörkin spielt sich auch viel Schmutz zusammen bisher. Und bei Moa Donker als reiner Elfer habe ich auch Bauchschmerzen. Ja, aber... Das ist ja das, was ich meine. So, wenn du vor der Saison schon nicht weißt, was du da spielen lassen willst. Ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung gegen Sanchez und Wasinski war, sondern eine Entscheidung für Bulut und Grüger, weil seinen Jungs endlich eine Chance... Ja, aber du hast doch gesehen, wenn du deinen Jungs eine Chance gibst, wie Ben Manga dazu steht. Indirekt zeigt das ja nur, dass Manga keine guten Leute geholt hat, sondern die, die du ohnehin schon da hast, die dritte, vierte Garnitur sind, besser sind. Oder den Vorzug erhalten. Kann ihm ja eigentlich egal sein. Ist es ihm ja aber nicht, weil das seine Arbeit nicht gut dastehen lässt. Und ich war selber gestern sehr verwundert, dass er ihn hat spielen lassen. Ich fand's gut, aber ich war sehr irritiert, weil er hat den Vorzug bekommen vor Cissé, vor Wasinski und vor Sanchez. Über Kaminski, den ich schmeiß den bewusst nicht rein. Aber da, selbst ein Kaminski kommt eher als die drei genannten. Das war ja nun mal einer der Hauptgründe. Der setzt die Spieler nicht ein, die wir hier geholt haben. Die kriegen keine faire Chance. Da spielt immer ein anderer hinten. Ja, dieses Spiel wieder ein anderer hinten. Wieder eine komplett andere Verteidigung. Ich glaube, Cissé war auch nicht im Kader, ne? Sanchez war auf Bank. Sanchez, Kaminski. Wasinski, Cissé waren, glaube ich, gar nicht im Kader. Ja, aber da wurde auch schon diskutiert, dass sie die Strafe eventuell bezahlen würden bis dann und dann. Das wäre so und so viel. Man kann ja alles umgehen. Aber ich hoffe, dass von dieser Entscheidung Abstand genommen wird. Aber ich wüsste jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, wen die da holen. Aber wirklich nicht. Keine Ahnung. Und es kann, guck mal, es kann der Effekt eintreten, du kriegst einen neuen Trainer und alle Spieler, die gerade schlecht wirken, wirken auf einmal komplett anders. Was Gefestigkeit angeht, was spielerische Klasse angeht, was Selbstvertrauen angeht. Guck mal, so eine Phase hatten wir unter Reis in der Bundesliga, wo wir die Saison abgehakt haben mit dem Abstieg und auf einmal wieder Möglichkeiten da waren. Da haben alle Spieler anders gewirkt von ihrer Qualität. Das kann jetzt auch passieren mit einem neuen Trainer. Aber mir fehlt da leider der Glaube für jetzt nach den letzten Jahren. Wir haben Bullard und Grüger gut gefallen. Aber man hat gemerkt, dass die keine Zweitliga-Erfahrung haben und den Spielaufbau machen mussten. Ich fand Grüger auch nicht schlecht. Und ich fand ihn besser als Bachmann. Weil der ist mir aufgefallen auf dem Platz. Ein Bachmann fällt mir nie auf. Oder Bayern unter Tuchel und unter Kompany angucken. Ja, also manche Spieler wirken durch gewisse Trainer einfach anders. Jens, da gehe ich absolut mit. Kallas braucht endlich einen festen Partner neben sich. Gehe ich voll mit. Und ich finde, wir haben kein Offensivproblem. Ich finde unsere Offensive gut, wenn sie denn fit ist. Aber offensiv war das gestern nichts. Gegen so eine Mannschaft aus Münster. Und ich bleib dabei. Am Ende ist mir das alles egal. Man spricht natürlich trotzdem darunter, weil die Dinge passiert sind. Gehört dazu. Aber ich bin einfach nur froh, dass wir da drei Punkte geholt haben. Weil ansonsten wäre die Kacke richtig am Dampfen. Bin aber meilenweit davon entfernt, den sehe ich wieder viel zu hoch zu hängen. Schon mal gesagt, wie du aufstellen würdest. Also die ganze Startelf. Also Karaman starten lassen, Özilla links, Karaman vorne, rechts RJ, 10 Younes, Doppel-6, so wie sie gestern gespielt hat, mit Schallenberg. Abwehrkette ist ja das Spannendste. So, links, ich würde trotzdem mit Mörkin spielen, ich würde mit Kallas spielen, ich würde mit Wasinski spielen, ich würde rechts mit Bulut spielen. Und im Tor würde ich mit Hoffmann spielen. Ja, Silla mit RJ tauschen, die kannst du auch tauschen. Ich bin aktuell kein Fan von Aydin, ne. Ich finde Gantenbein sehr schwierig mittlerweile, ich finde Aydin schwierig. Ich würde da mit Bulut gehen. Ich finde Sanchez, glaube ich, sogar besser als Wasinski. Ich habe halt ein Spiel von Wasinski gesehen, das war nicht das Karlsruhe-Spiel, weil Karlsruhe-Spiel war Wasinski und Sanchez, so. Keiner wusste, was abgeht da. Aber ich fand Wasinski so unglaublich stark in dem Vorbereitungsspiel gegen, wen war das, Breda, Fenlo? Ich fand den so gut. Der kann was am Ball. Der hat ein gescheites Aufbauspiel. Also nur so, wie ich sag jetzt mal, wie wir gestern gespielt haben. So, an der Formation. Oder Gantenbein, meine Dreierkette. Der hat ja Angst vor Kopfbällen. Beziehungsweise weiß der nicht, wie man in Kopfbälle geht. Wenn du jedes Spiel die Abwehr änderst, auch kein... Ja, aber es wird ja einen Grund haben, warum du die änderst. Weil du keinem gerade das vertraust. Und das ist ja das, was ich sag. Dann hast du da im Sommer keinen guten Job gemacht. Wenn du nur Zukunftsleute geholt hast, aber keine Soforthilfe. Du kannst ja Zukunft holen. Ich finde das ja auch gut. Ich finde auch die Leute immer noch gut, die geholt worden sind. Aber wenn da keine Soforthilfe bei ist, der du das zutraust, bringt dir das am Ende auch nichts. Weil du deine jungen Leute
immer mal wieder durcheinander reinwirfst und die das nur noch mehr verunsichert. So schaffst du halt keine gesunde Entwicklung bei den Spielern. Aber es wird ja irgendwo einen Grund geben, warum sich da hinten keiner festspielt. Ich hänge das Spiel nicht so hoch, wie es ist. Das hat nichts wieder mit Pessimismus oder was. Nee, Bruder, ich kenne Schalke. Und alles, was ich von Fimpel gerade sehe, ist, der wird gefressen werden. Weil der ist ein Trainer, der wird den Spielern die Hand hinhalten und die werden denen den kompletten Arm abreißen. Auf kurz oder lang. Woran machst du das mit Fimpel? Seine Pressekonferenz, seine Attitude, seine Ausstrahlung, wie er gestern auf der Bank agiert hat. Der ist zu nett. Zeitgleich, die Leistung von der zweiten Mannschaft waren auch nicht gut. Stehe nicht ohne Grund auf Platz 15, wo der angefangen hat oder so. Gestern, das Spiel war gut gestern. Meine zweite, ja, aber da war doch gar nicht an der Linie. Der hat die aber auch konstant über mehrere Jahre hochgeführt. Die haben die Entwicklungsspieler abgegeben, Van der Slot, Kaparos etc. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Wieso gibst du die dann ab? Du hast ja schon nicht mal Vertrauen in die Spieler, die der ausgebildet hat. Aber hast dann Vertrauen in den. Und der Druck in der zweiten Mannschaft, Chat, ist ein anderer wie die erste Mannschaft. In der zweiten wirst du noch ruhiger arbeiten können. Das ist in der ersten Mannschaft nicht so. Der vermittelt mir einfach nicht, dass der ein dickes Zwerchfell hat. Weil das für mich zwei Paar Schuhe sind. Wenn du die zweite Mannschaft auf Schalke trainierst und dann die erste. Gerade in so einer Situation auch noch. War das bei Keller damals eigentlich auch so? Weiß das gar nicht mehr. Die Zeit, wo Keller hochgezogen worden ist, war ein anderes Schalke. Da waren keine Geldprobleme. In RP, ja natürlich in RP. Eine komplett andere Schalke-Zeit. Ich finde den auch super sympathisch, so. Ich sag, der kann das nicht handeln. Mein Bauch hat mich sehr, sehr oft nicht enttäuscht in der Thematik. Wenn in der zweiten Mannschaft mal ein Spieler nicht spielt, steht das nicht in der Zeitung oder sonst irgendwas. Da kommen keine krassen Einflüsse von außen. In der ersten Mannschaft ist das was komplett anderes. Das war deiner Meinung nach der größte Fehler, den Schalke jemals gemacht hat. Heidel zu holen. Tönnies Trennung, ich weiß nicht, Alter. Tönnies Trennung ist nur der letzte, die Geldprobleme wahrscheinlich nicht so extrem gehabt, aber da hast du halt auch in einer Welt gelebt, die du nicht decken konntest. Jetzt endlich Bartosz Gaul. Ich habe Bartosz vor 3 Wochen in Gladbeck gesehen. Aber Bartosz ist gerade technischer Direktor der Jugend bei Leipzig, glaube ich. Also der ist auch nicht mehr in Mainz Trainer da, der ist technischer Direktor der Jugendakademie. Irgendwie sowas, glaube ich, in Leipzig. Wie konnte eigentlich Heidel auf Schalke nicht funktionieren? Das ist das, was ich sage. Schalke ist Schalke. Schalke ist nicht wie Mainz, Augsburg, Freiburg. No front an diese Vereine. Schalke ist ein Ruhrpott-Verein. Und Ruhrpott-Vereine sind anders. Anspruchshaltung, selbst bei den Fans gesungen ist, eigentlich muss der Anspruch Liga 1 sein. Ja, in ferner Zukunft, natürlich. Aber jetzt gerade macht das doch keinen Sinn. Da bringt doch noch mehr Unruhe rein. Deswegen ist mir das auch zu einfach, auf die Fans zu schießen. Klar, gewisse Abteilung safe, weil bei denen hilft halt gar nichts so. Die kacken halt wegen allem rum. Aber was bringt mir das denn jetzt gerade von der ersten Liga zu reden und wir müssen da wieder hin? Das ist ja ein Ring gegen die Realität gerade. Aber Chat, wir drehen uns hier im Kreis. Nächstes Spiel ist gegen Hertha. Und danach wird wahrscheinlich auch erst der neue Trainer vorgestellt werden. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wer das wird. Kein Plan. Ich hoffe einfach insgeheim nicht, dass der Trainer da jetzt sitzen bleibt oder dass Raul wird. Aus meinen genannten Gründen, die ich gerade gesagt habe.